Hallo, ich bin Andrea. Ich bin gerade auf Rundreise durch Yucatan mit Maxtrotter. Wir haben schon sehr, sehr viel erlebt und sind gerade mitten auf der Reise. Und es war bisher eine wunderbare Zeit. Das Ganze fing an in Playa del Carmen, wo wir die erste Nacht in einem kleinen Hotel übernachtet haben und am nächsten Tag von unserem Guide und unseren Mitreisenden abgeholt wurden. Wir sind eine sehr kleine Gruppe, nur 8 Leute, was mir sehr gut gefällt. Und dann noch unser Fahrer und unser Guide, die beide sehr nett sind und für jeden Spaß zu haben sind. Und ja, die Gruppe ist sehr harmonisch und es macht sehr viel Spaß. Nach Playa del Carmen ging es dann als nächstes nach Tulum, die erste Mayastätte, die wir besichtigt haben. Dann haben wir eine schöne Lagune gesehen, Bacalar, und konnten dann in einer Cenote baden und dann Mittag essen. Und danach ging es dann los in den Dschungel, wo wir in einer Dschungellodge übernachtet haben. Dann ging es auf Besichtigung weiterer Maya-Stätten. Kaluk Mal, die erste. Dann, wie sind denn alle? Ich weiß gar nicht mehr genau. Uxmal haben wir gesehen. Palenque, auch ganz, ganz toll im Dschungel gelegen. Und in allen Maya-Stätten haben wir ausführliche, lange, sehr gute Führungen erhalten, was auch ein sehr interessanter Teil war. Und ja, dann haben wir kleine Städtchen gesehen, wie zum Beispiel Campeche und Palenque, auch die Stadt Palenque. Und dann eine große Stadt zur Abwechslung, Mérida. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Ja, und es ist alles super bisher. Ich freue mich noch auf die weiteren Tage. Ich meine, dass wir am Ende noch in einen Nationalpark fahren, wo wir Vögel beobachten können und und Flamingos, vor allem große Flamingo-Kolonien hoffentlich sehen werden. Darauf freue ich mich schon sehr. Und ja, ich werde auf jeden Fall immer wieder mit Maxtrotter bzw. dann mit Trotamundo verreisen. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Und ich hätte große Lust, zum Beispiel nochmal nach Costa Rica oder nach Peru mit Trotamundo zu reisen. Ich kann es nur empfehlen und ja, wir sind alle, die ganze Gruppe ist eigentlich rundum zufrieden und werden sicherlich traurig sein, wenn diese sehr kurze Zeit dann ja doch leider bald zu Ende geht. Schöne Grüße und bis bald.